Ein wunderschönes Buenos Dias und willkommen zurück zu einem niedlichen Let's Play Far Cry 6. Die drei Tenientes, das sind die, die wir töten wollen. Unsere Aufgabe, denn die drei Tenientes sind verantwortlich für den Tod von Carlos Montero. Und sowohl Espada als auch ich wollen Rache. So, dann gucken wir doch mal, wie viele Leutchen hier so rumschwirren. Ist da einer? Nee, ist keiner. Okay, aber ich glaube, es sind noch sehr viel mehr hier vorhanden, als uns derzeit angezeigt wird. Und da ist schon mal eine schöne Alarmanlage. Kriege ich die von hier ausgeschaltet? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Ja, Scharfschütze scheint hier nicht zu sein. Okay, Alarm kann ich von hier nicht ausschalten. Das ist schlecht. Hier geht's gar nicht weiter. Kommen wir über die Mauer? Nee, komme ich gar nicht. Oh, verdammt! Ich bin gefangen! Wo geht's denn hier weiter? Okay, hier. So, das nehmen wir natürlich mit. Alright. So, da ist schon mal ein Scharfschütze. Da war ein Scharfschütze. Genau. Genießt eure kurze Zeit, die euch noch bleibt. Meine Krieger, ich bin stolz, euer furchtloser Anführer zu sein. Der Terrorist Carlos Montero ist tot. Kann man irgendwie diese Aussage ausschalten? Die ist ganz, ganz schlimm. Genießt eure Zeit im Resort, aber vergesst nicht, wie ihr das zu verdanken habt. So, Kameras aus. Ich weiß natürlich nicht, ob hier noch jemand irgendwo steckt. So, ich würde natürlich auf jeden Fall gerne einmal den Alarm ausschalten. What? So, Alarm ist aus. Ich weiß allerdings nicht, ob das der einzige war. Ja, habe ich die jetzt aufgescheucht? Oh, halt die Klappe! Guapo, hol ihn dir. Los, los. Guapo, mach ihn klein. Mach ihn kalt. Mach ihn kalt. Oh, Guapo. Feiner Guapo. So. Wo ist der Typ? Heute ist ein guter Tag, meine Soldaten. Oh, oh, oh. Die Terroristen wurden besiegt. Oh, oh, oh. Carlos Montero ist tot. Alles, was bleibt, sind seine Verräter. Ups, sorry. Verteilt über den Plaza de Venere. Genießt also nun eure Zeit im Resort und vergesst eure Pflicht nicht. Diese äußerst großzügige Belohnung habt ihr euch verdient. Casa del Viento, Gäste Check-In. Taniente Pena ausgecheckt. Taniente Jimenez ausgecheckt. Taniente Horado eingecheckt. Raum 304. Okay. Da gucken wir doch gleich mal vorbei. Meine Krieger, ich bin stolz, euer furchtloser Anführer zu sein. Krabbenjagdgebiet. Carlos Montero ist tot. Aufgrund dieses großen Erfolges habt ihr euch ein Freizeit von euren Pflichten verdient. Genießt eure Zeit im Resort, aber vergesst nicht, wem ihr das zu verdanken habt. Oh, ich würde echt gern wissen, wie man diese beschissenen Lautsprecheransagen ausschaltet. Felicidades, mis soldados. Heute ist Yara ein besserer Ort geworden, denn Carlos Montero ist getroffen. Ihr
habt große Treue und großen Mut bewiesen und euch meines Respektes würdig erwiesen. Dieses Resort ist mein Geschenk an euch. Ich hoffe, ihr wisst diese große Ehre zu schätzen und genießt eure Zeit hier. Nochmal. FND-Anweisungen. Agrarbedarf Resplandor. Zivile Landwirtschaft im Gebiet wird mit sofortiger Wirkung untersagt. FND-Beamte werden die Verteilung der Vorräte verwalten, inklusive des Treibstoffes. Titi Jimenez wird als Quartiermeister fungieren und eine offizielle Inventur aller Vorräte und Posten vornehmen. Bei Fragen bitte direkt an sie wenden. Das Fahrzeugdepot und die Werkstatt sind nun offiziell in FND-Besitz und alle zuvor in Auftrag gegebenen Arbeiten werden von Jimenez begutachtet und mit einem neuen Zeitplan versehen. Die FND dankt den wahren Jayanern für ihr Verständnis während dieser schwierigen Übergangsphase. Ja. Glückwünsche für diese historische Errungenschaft. Ich glaube nicht an den Dank. So, wo sind denn hier die Feinde? Wer bist du hier? What? Oh. Das ist für Carlos, du Wichser. Ach, das war schon der Erste. Ah, nice. Esparber, einer ist tot, aber die anderen sind nicht hier. Verdammte Wichser. Sieh dich im Hotel um, vielleicht kannst du ihre Spur aufnehmen. Ich will, dass sie sterben, Danny. Alle. Verstanden. Okay, ist hier denn irgendwo noch ein Hinweis? Okay, wir müssen nach einem Hinweis suchen. Ich frage mich allerdings, wo die ganzen anderen Typen noch sind. Da! Da! Oh, da kommen noch welche. Na komm, na komm, na komm! So, wo ist der Hinweis? Na, Guapo, immer stehst du im Weg. So, wir müssen noch einen Hinweis suchen. Guapo, aus. Böses Koko, ganz böses Koko. Da kommen wir hier rein. Das ist schräg. Was ist hier los gewesen? Egal. So. Therme San Gomez. Teniente Pena, wie Ihnen bekannt ist, schulden Sie unserer Therme eine Gesamtsumme von $46,047.29. Gerne geben wir Ihnen eine detaillierte Auflistung der Posten. Übernachtung in der Pink Goddess Suite, Rechnung Lounge, Champagner 27 Flaschen, Massage, Whirlpool-Reparatur, zwei Duschköpfe, Fleckenentfernung Teppich. Na, was da wohl passiert ist? Couchtischersatz, Bettzeugersatz, Bettrahmenersatz, Dampfreinigung, Vorhänge, Auskipping und Personal für Suite. Dieser Betrag kann mit Scheck, Kreditkarte oder bei Ihrem nächsten Besuch beglichen werden. Wie immer freuen wir uns darauf, Sie nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Teniente, hochachtungsvoll M. Lopez, Geschäftsführer. Ja, das ist doch mal eine Schnapperrechnung. Benja könnte in Ihrem Lieblingsspa sein. Suchen wir den anderen, Teniente. Ja. War das der Hinweis? War das der Hinweis? Nee. Leider noch nicht. Oder? Ich bin verwirrt. So, draußen wird wahrscheinlich nichts sein. So, geht's hier noch einmal längs? Nee, hier ist alles verbarrikadiert. Okay, das muss hier irgendwo sein, oder? Oder im ersten Stock? Haben wir, das hatten wir schon. Ist hier noch irgendwas? An meine wahrsten Jayaraner von General José Castillo. Betreff Felicidades. Meine lieben wahren Jayaraner, mein Plan ist perfekt aufgegangen. Der Terrorist Carlos Montero ist tot und der Westen nun wieder frei. El Presidente wird sehr zufrieden sein, das kann ich euch versichern. Für eure unschätzbar wertvolle Rolle bei meinem größten Erfolg habt ihr euch etwas Freizeit von euren Pflichten verdient. Dieses Hotel ist mein Geschenk an euch. Schwelgt in seinen Genüssen, vergesst eure Regeln, vergesst eure Gesetze, vergesst eure Moral. Seid frei, doch vergesst nie, wer euch hierher gebracht hat. General José Castillo. So, das scheint aber auch noch nicht der Hinweis gewesen zu sein. Verdammt.
Wo kann das noch sein? Okay, wir gehen da nochmal einen höher. Hier, Amo. Vorratslieferung. Informationen zufolge überwacht die Guerilla all unsere Vorratslieferungen. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass Terroristen unsere Lieferungen abfangen können, überwachen wir nun deren Überwachung. Gegen diese Überwachung werden sie nichts ausrichten können. Wie schlau! So. Ich denke, wir müssen nochmal anhören. Was ist denn hier, Amo? Ist hier irgendwo der Hinweis? Nee. Auch nicht in den Schränken, oder? Verdammt, wo kann das denn sein? Hier? Erfinde die Anweisung, Agrarbedarf. Nee, das hatten wir schon. Hier kann es nicht mehr sein, oder? Oder? Hatten wir das schon? Notiz geschrieben mit Filzstift. Horado. Als kolumbianische Qualität ist das nicht, aber ich meine, du zahlst ja selbst eh nichts dafür. Dieses große weiße Brikett wird es jedenfalls für absehbare Zeit in Yara schneiden lassen. Du spürst dein Gesicht auch nicht mehr, oder? In Amerika reden sie von Hollywood Lines, aber wenn du eins von den Paketen aufmachst, sieht das wie ein Pfund Schmalz aus, so wie das, was meine Oma immer benutzt hat, um Tortillas zu machen. Ich werde dir am liebsten raten, es langsam anzugehen zu lassen, aber in diesem Beruf plant man ja eh nicht, besonders alt zu werden. Ruf mich an, wenn dir der Stoff ausgeht, aber bring dann nächstes Mal bitte auch Bargeld mit. Oh, das war auch nicht der Hinweis. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier geht's nicht raus. Hier auch nicht. Okay, aber da draußen ist doch noch irgendwas. Irgendwo hat er mir noch gerade noch was angezeigt. Hier. Aber ich komme da nicht längs. Okay. Kann eigentlich nicht so schwer sein, hier das Richtige zu finden, oder? Gabo, hilf doch mal mit suchen. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja, hatten wir schon. Hier ist nichts. Oh, Guapo, Guapo. Na. So, ich weiß immer noch nicht, wo dieser verdammte hin. Warte mal. Okay, wir müssen nach oben. Da hat er mir gerade was angezeigt. Okay, es ist auf jeden Fall weiter oben. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob noch weiter oben oder. Warte mal. Können wir hier noch außerhalb des Suchgebietes? Nee, kommen wir nicht. Können wir die Kiste auch nicht zerschlagen? Aber hier haben wir nichts mehr. Hier haben wir alles, oder? Nee, das heißt, es muss irgendwo ganz oben sein. Es muss hier irgendwo ganz oben sein. Die Frage ist, wo? Habe ich irgendetwas übersehen? Wahrscheinlich, ne? Die Frage ist aber, was und wo? Hier kann ich aber nichts lesen. Hier komme ich nicht rein, da komme ich nicht rein. Okay, hier ist auch nichts. Was ist hier? Hier ist nur ein Radio, ne? Ja, das ist einfach nur ein Radio. Habe ich hier draußen irgendwas übersehen? Das ist der Typ, den wir gekillt haben. Das ist der Tenientes. Aber der hat auch nichts. Oh. Gute Rolle, gute Rolle. Ich bin verzweifelt. Das kann doch nicht sein. Nee, das haben wir schon.
kann doch nicht sein, dass wir hier den Hinweis nicht finden. Wir kommen ja auch nicht weiter. Nee. Andere Seite auch nicht. Ich würde natürlich gerne da rein, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Warte mal. Ich muss mal eben... Nee, aber da, wir kommen nirgendwo raus hier, ne? Hier gibt es keinen Außenbereich, oder? Okay. Oh. Hä? Sieht aus, als wäre er auf seiner Ranch. Es wird Zeit, die beiden Arschlöcher auszuschalten. Im Ernst? Das habe ich die ganze Zeit übersehen? What the fuck? What the fuck? Oh, hier. Da ist aber der nächste, der ist gar nicht so weit weg. Der ist gar nicht so weit weg. Naja, doch. Nee, warte. Genau, hier. Was heißt? Wir brauchen mal eben ein Auto. Steht hier zufällig eins rum? Nee, ne? Nee. Okay, wir rufen mal unseres. Den Weg laufe ich nicht. Na, da hinten. Alter, du kannst es mir auch mal bringen, ne? Dieses Mal habe ich... Oh. Leg die Waffe! Dich hätte ich ja fast übersehen. Oh, hör auf zu hupen, Junge. Pass gut Komm. Drauf auf mich, Rito. Ja, ja, ja. Geh raus und hau ab. Hau ab! Meine Güte. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Alle stehen sie heute nur im Weg. So. Hallo? Hast du die Tanientes gefunden? Noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Gut. Bring sie. Ist sie erwischt? Ja, anscheinend. Nee, da. So. Ui! Hui! Da ist sie geflogen. So. Okay. Entschuldigung, ich habe Vorfahrt. Es tut mir sehr leid. Alright. Kann ich was fragen? Klar. Hast du auch jemanden verloren? Die schweren Themen. Beantworte einfach die Frage. Sieh, Spanner. Ich habe Menschen verloren. Meine Freunde. Wunderbare Freunde. Castillo hat sie mir alle genommen. Das wird nicht leichter, oder? Frag mich, wenn das alles vorbei ist. Ja. Das werde ich. Oh, schon wieder diese Lautsprecherdurchsage? Im Ernst? Ich glaube, hier ums Eck stand schon einer. Oh. Böse Stolperfalle. Kann ich die entschärfen? Ja. Sehr gut. Da stand einer, genau. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Der will nicht stehen bleiben. Dann halt nicht. So, da drüben ist ein Scharfschütze. Dann nehmen wir mal auch mal unsere Sniper. Du versteckst dich nicht. Okay. Hier muss ich vorsichtig sein. Bin ich doch. Bin ich doch immer. Okay. Guapo, schön aufpassen. Schön aufpassen. Sind die alle da oben oder wo sind die alle? Okay, wir nehmen mal wieder. Oh, oh, oh. Kein Problem. So, hocken hier noch welche? Da ganz hinten, das stört mich nicht. Okay, komme ich hier ins Haus? Ich würde mal vermuten, dass der nächste Tenientes hier irgendwo im Haus ist.
oder? Naja, anscheinend doch nicht. Anscheinend doch nicht. Das ist sie. Das ist der Offizier. Ah. Da haben wir ja schon den nächsten. Ich glaube, das kann hier eine schnelle Nummer werden. Das kann hier eine ganz schnelle Nummer werden. Einmal kurz stillhalten. Das ist der Carlos. Das war's. Hey, okay. Ich habe neue Infos. Okay. Du kannst die Alte aus dem Spa von deiner Liste streichen. Die hat ein paar sehr individuelle Vorlieben. Gut, scheiß auf sie. Das heißt, wir können uns hier verpieseln und gucken, wo unser letztes Ziel ist. Nee. Echt? So am Arsch der Heide? Nee, da machen wir aber mal eben ganz kurz eine Schnellreise. Weil das ist mir dann doch ein bisschen zu weit mit dem Auto. Nur ein ganz klein bisschen. Guerriero, komm her! Ja, ich habe keine Zeit. Wobei, ich möchte mal eben hier die Kiste plündern. Hast du noch irgendwas für uns? Was hast du für mich? Die Armee hat auf einer unserer Versorgungsrouten einen Kontrollpunkt errichtet. Kannst du ihn erobern? Das wäre echt eine große Hilfe. Muchas gracias. Später vielleicht, später. Im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Okay, da müssen wir längs. Okay. Ich hoffe, wir können wieder das Ganze recht schnell beenden, indem wir einfach den Tenientes schnell finden. Okay. So, ich gehe mal hier runter. Hui! What? What? Wieso ist er wie. Der ist ja wie ein Flummi wieder hoch. Der ist wie ein Flummi wieder hochgesprungen. Egal. Sicher gelandet. So. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Vor allen Dingen, wo ist der dritte Tenientes? Okay, da fährt jemand längs, aber scheint uns nicht gesehen zu haben. So, das ist noch ein bisschen weit, oder? Oder? Mist. Mist! Okay. Okay. Pass bloß auf, Danny. Aber gesehen haben sie uns noch nicht, von daher. Ich hoffe, der dritte haut jetzt hier nicht ab. Das wäre schlecht. Wir können ja mal aufs Dach gehen und gucken, ob wir hier einen Überblick finden. Wow, 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 wow. Hola, perrito. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Die Verstecktour ist vorbei. Oh, 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 oh. Oh, das ist nur ein ganz kleiner. Das ist nur ein ganz kleiner. So. Einmal. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, 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 wow. Oh, wow. Jetzt vermöbeln sie mich aber richtig. Hab dich. Oh, das war er, ne? Da rennt der Bam Bam. Du bist tot, die gute Butter. Das war er, ja. Alles klar. What? Nee, das wollte ich nicht. War das doch nicht? Scheiße, das Arschloch will fliehen. Wo ist er denn? Shit, wo ist er? Wir müssen weg! Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Espada, es ist vorbei. Wirklich? Sie. Ne? Sie sind tot. What denn jetzt? Danny, ich weiß
weiß nicht, wie ich dir danken soll. Das bedeutet Gerechtigkeit für Papa. Und es ist mehr als das. So jagen wir José aus seinem Versteck. So zeigen wir dem kleinen Pisser, mit wem er es zu tun hat. Richtig. Das ist richtig, verdammt nochmal. Gracias, Dani. Also es war schon wieder sehr komisch. Ich dachte, ich habe ihn gehabt. Dann hieß es, der Teniente flüchtet. Und kurz darauf heißt es, wir haben ihn doch gekillt. Alles sehr merkwürdig. Okay, aber es passt. Denn dies war eine sehr, sehr merkwürdige Folge. Sehr, sehr merkwürdig. Zuerst alles abgesucht und nichts gefunden. Und dann sowas hier noch. Ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ja, wäre schön, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vergesst den Daumen nicht. Macht's gut, Leute. Tschüss.